Alle da, gut. Schirm weg? Nee, ach Quatsch, Bullshit, es regnet. Es regnet, lass stecken. So, herzlich willkommen zu unserer heutigen Tier-Tour vor Mord. Jetzt war meine beste Naja, gut. Heute wieder Regenwetter angesagt, macht aber überhaupt nichts. Wir haben jetzt schon das Schloss angeguckt, das könnt ihr hinter uns sehen. Und dann geht es noch weiter. Ja, genau. Dann geht's weiter. Also das Wetter ist ja noch harmlos hier, muss man ja sagen. Was viel spannender ist, ist der öffentliche Nahverkehr. Die setzen einem hier alle 20 Minuten, holen sie einen zu Hause ab, setzen einen irgendwo hin und dann kann man sich überlegen, wie man weiterkommt. So haben wir jetzt gerade überlegt, von hier aus gehen wir zurück Richtung Brodick. Da gibt es eine Käserei, irgendwas, wo man einkaufen kann. Hoffentlich auch eine Tasse Kaffee, wo es warm ist. Und da werden wir uns dann schön gemütlich hinsetzen, auf den nächsten Bus in 1,5 bis 2 Stunden warten. Und der führt uns direkt zur Distillery. Hopefully. Ja, die einzige auf der Insel, also keine große Auswahl, einfache Entscheidung und dann schauen wir mal, wie es uns nachher geht. Ja. Und wenn ihr noch eine interessante Information haben wollt, wir haben heute mal geschaut, was ein Auto kostet, weil so ein Auto ist ein bisschen einfach wesentlich flexibler hier. Kostet tatsächlich so ein kleiner Suzuki-Flitzer 30 Pfund am Tag. Spannend dabei ist, bekommt man nur mit einem Reisepass, das heißt Personalausweis und Führerschein reichen nicht. Deswegen bleiben wir bei den Öffentlichen. Weil keiner von uns einen Reisepass dabei hat. Genau. Gut, viel Spaß heute mit dem Video. Es gibt jetzt erstmal die ganze Einspieler hier von Brodick Castle und unser Weg nach unten. Alles klar, viel Spaß. Das ist seit besten Zeiten. Mammutbaum, ganz weiche Rinde. Thank you.
61% alcohol by volume. Remember it went in at 63.5. So it's become a bit more dilute. After 2 years, Philip Sheldon works in the office upstairs, so it's just got a bit there to ask us to when some of these things are coming out, and you know, how they're going to be sold, etc. Okay. I got a question about the Buffy.
Ooh. Ich komme ein bisschen beobachtet vor, ja. Aber egal. Ja, nach einem wunderschönen Tag heute am Schloss Brodick und in der Destille waren wir auf dem Rückweg jetzt noch kurz was in, im Drift Inn. Haben noch was Gutes gegessen. Einen? Eine Meerbrasse. Meerbrasse. Fisch. Whole Fish. Genau. Wonderful. Und haben noch Nachtisch? Oder was meinen wir? An einem kleinen Pub-Quiz teilgenommen. Wir dachten zuerst, das machen wir einfach just for fun. Und ja, am Ende hat sich herausgestellt, gewonnen haben das Team Deutschland, die sogenannten Funny Germans, und haben dankenswerterweise 100 Pfund kassiert. Yeah! Die werden wir morgen schön auf den Kopf hauen, werden dann nochmal ordentlich essen gehen. Und ja, jetzt ist unser Abend vorbei. Wir haben auch super spät abgedreht, macht aber nichts. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wünschen euch einen schönen Tag, schöne Woche. Und ja. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao.